Die Frage nach dem MVP gehört zum Basketball wie das Logo auf den Trikots. Jede Saison diskutieren Medien, Fans und sogar Spieler über die Auszeichnung. Doch jeder hat seine eigenen Kriterien für den MVP. Manche bewerten die Statistiken, andere den Teamerfolg, wieder andere den Eye-Test. Es ist eigentlich unmöglich, alle Kriterien gleichermaßen zu gewichten, weil jeder Mensch andere Präferenzen hat. Als Faustregel gilt: Der beste Spieler des besten Teams wird MVP. Klingt ja eigentlich ganz fair, aber in den letzten 10 Jahren ging die Trophäe nur 6 Mal an den besten Spieler mit der besten Teambilanz, also wurde 4-mal gegen diese Faustregel entschieden. So ein Fall könnte auch kommende Saison auftreten, aber nicht aus dem Grund, an den ihr vielleicht gerade denkt. Die Brooklyn Nets sind für mich der klare Favorit auf die beste Bilanz im Osten und sogar ein heißer Kandidat auf die beste Bilanz der ganzen NBA. Sollte das eintreffen, wäre dann die Wahrscheinlichkeit eines MVPs aus Brooklyn sehr, sehr hoch. Doch hier gibt es ein Problem. Wer kriegt denn eigentlich den Award? Kevin Durant oder James Harden? Welcher der beiden Superstars ist der wahre MVP der Nets? Bevor wir in diese Diskussion starten, muss ich noch 2 Disclaimer geben. Erstens basiert die MVP-Frage auf der Prämisse, dass die Nets verletzungsfrei durch die Saison gehen. Eine Verletzung der Stars oder auch nur eines Roleplayers kann sich stark auf die Teambilanz auswirken. Zweitens, ich gehe davon aus, dass Kyrie Irving in der Saison spielen wird. Aktuell ist sein Status ja noch fraglich aufgrund seiner Bedenken gegenüber der Covid-Impfung. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er deshalb die ganze Saison ausfallen lassen würde, also rechne ich mal mit Kyrie Irving bei den Nets. Was uns jetzt wieder zur Frage bringt, wer wird denn eigentlich MVP? Harden oder Durant? Kevin Durant ist meiner Meinung nach individuell der klar bessere Spieler. Er scoret effizienter, spielt bessere Defense und kann von keinem Spieler der Welt verteidigt werden. In meinem letzten Video, wie scored Kevin Durant, bin ich mal ins Detail gegangen, was KD zum besten Scorer seiner Generation macht. James Harden steht ihm zwar vom Scoring-Volumen in nichts nach und kann auch locker 40 oder 50 Punkte in jedem Spiel auflegen, aber er ist einfach nicht ganz so effizient wie Durant, verliert öfters den Ball und ist defensiv trotz Verbesserungen zu den letzten Jahren trotzdem noch lange nicht auf KDs Level. Würden wir also nach dem besten Spieler der Brooklyn Nets fragen, wäre meine Antwort ganz klar Kevin Durant, aber wenn wir den Begriff MVP wortwörtlich nehmen, dann müssen wir unsere Perspektive nochmal ein bisschen anpassen. Der MVP, also der Most Valuable Player, definiert laut eigenem Namen nicht den besten Spieler des besten Teams, sondern den wertvollsten Spieler der NBA. Welcher Spieler war am wertvollsten für seine Mannschaft? Bei dieser Frage könnte man jetzt wiederum zu James Harden tendieren, denn er bringt nicht nur individuell starke Leistungen, sondern macht auch seine Teamkollegen besser. Mit 10,8 Assists war er in der letzten Saison der zweitbeste Passgeber der NBA. Für die Brooklyn Nets übernimmt Harden den Spielaufbau, er sagt die Spielzüge an, er dirigiert die Offense, er verteilt die Bälle. Und wenn man das jetzt mal alles in Summe sieht, macht ihn das dann nicht eigentlich zu einem wertvolleren Spieler als Kevin Durant? Vielleicht. Ich kann es ehrlicherweise nicht beantworten. KD ist für seine Position und Rolle im Team ebenfalls ein guter Passer. Zwar nicht auf dem Level von Harden, aber 5,8 Assists letzte Saison für einen Power Forward ist eigentlich absolut stark. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wen von beiden ihr als wertvoller für den Teamerfolg erachtet. Ich tendiere ganz leicht in die Richtung von James Harden, aber ich habe halt auch eine Schwäche für Point Guards, die ihre Teamkollegen in Szene setzen können. Aber kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Problem. Selbst wenn wir entscheiden könnten, welcher Superstar wertvoller ist, kann es trotzdem passieren, dass keiner von beiden den Award gewinnt. Das gleiche Problem haben wir bei den Warriors zwischen 2017 und 2019 gesehen, als Durant noch in Golden State an der Seite von Stephen Curry gespielt hat. Wir gucken uns die MVP-Liste von 2017 bis 2019 mal an. Wir haben Russell Westbrook, James Harden damals noch in Houston und Giannis. Curry und Durant schafften es in diesen 3 Jahren nicht mal unter die Top 4. Ich will jetzt gar kein Argument aufmachen, dass einer von beiden in einem dieser Jahre den MVP verdient gehabt hätte, aber es ist schon erstaunlich, dass 2 Superstars und die MVPs der Vorjahre, sobald sie in einer Mannschaft zusammenspielten, überhaupt keine Beachtung mehr für den Award bekamen. Klar kann man jetzt sagen, alle haben die Warriors damals gehasst,
deswegen wollte auch niemand diesen Move von Durant belohnen und ihn zum MVP wählen. Okay, das ist verständlich, aber wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, dann hat es die Wähler beispielsweise nicht bei LeBron James aufgehalten, nach seinem mindestens genauso kontroversen Wechsel nach Miami, denn der wurde mit 2 MVPs in Folge ausgezeichnet. Natürlich gibt es hier jetzt aber einen wichtigen Unterschied zwischen LeBron bei den Heat und Steph und Durant bei den Warriors oder heute Harden und Durant bei den Nets. Es liegt nämlich nicht, wie man vermuten könnte, an der Beliebtheit oder der Verhasstheit der Spieler. Ich weiß gar nicht, ob das ein richtiges Wort ist. LeBron war 2012 und 2013 einfach mit weitem Abstand der beste Spieler in der ganzen NBA. Seine Teammates Dwayne Wade und Chris Bosh waren All-Stars, ja, aber sie waren keine MVP-Kandidaten. LeBron stach also selbst unter seinen Star-Kollegen nochmal hervor. Curry und Durant bei den Warriors hingegen war eine ganz andere Geschichte. Hier spielten nämlich 2 legitime MVPs Seite an Seite in ihrer Prime und das gleiche gilt für das heutige Brooklyn-Team. Hier haben wir nämlich dasselbe Problem. Wie können wir evaluieren, welcher Spieler MVP werden soll, wenn neben ihm noch ein 2. MVP mit auf dem Feld steht? Die anderen Kandidaten haben diesen Luxus ja nicht. Luka nicht, Jokic nicht, Giannis nicht, Embiid nicht, LeBron nicht. Sie haben vielleicht Stars und All-Stars neben sich, aber keiner hat wirklich einen 2. MVP mit in der Mannschaft. Und damit könnte es nächste Saison passieren, dass trotz der besten Teambilanz der MVP 2022 nicht aus Brooklyn kommt. Wie schon gesagt, hängt diese MVP-Wahl aber natürlich von so vielen Faktoren ab, die wir momentan einfach noch nicht wissen können. Zum Beispiel, ob alle MVP-Kandidaten überhaupt gesund durch die Saison kommen, wie gut die Lakers spielen werden, ob Kyrie sich impfen lässt. Das sind alles Fragen, auf die wir aktuell keine Antwort haben. Ich bin momentan aber leider der Meinung, dass wir so oder so keinen MVP aus Brooklyn sehen werden. Und ich sage wirklich leider, weil ich James Hardens Spiel in Brooklyn extrem feier. Für mich zeigt er in dieser Mannschaft das ganze Spektrum seiner Genialität auf dem Feld. Also hoffe ich eigentlich, dass ich mit meiner Annahme falsch liege, weil ich ihm den MVP nach einer erfolgreichen Saison natürlich extrem gönnen würde. Aber jetzt bin ich erstmal sehr gespannt auf eure Meinung zu dem ganzen MVP-Thema. Ich finde, es gibt dabei immer gar kein richtig oder falsch, sondern einfach nur unterschiedliche Gewichtungen bestimmter Kriterien. Trotzdem ist die Diskussion immer sehr interessant. Deshalb schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin jetzt erstmal raus. Danke euch fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace.